Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, die deutsche Nationalmannschaft ist schon abgestiegen, das steht klar fest. Aber die Holländer können mit einem Sieg gegen die Deutschen eben noch auf den ersten Tabellenrang steigen. Auf der anderen Seite ist es die Schweiz gegen Belgien, die ebenfalls noch aufsteigen kann, beziehungsweise ebenfalls noch Erster werden kann. Dazu müssten sie aber den Dreier einfahren. Den Holländern reicht ja ein Unentschieden. Die Schweiz muss im Spiel gegen Belgien den Dreier einfahren, wenn sie die Chance darauf haben oder bewahren wollen, in die erste Gruppe aufzusteigen, dann mit Niederlanden und den Franzosen in einer Gruppe zu spielen. Hier hatten die Schweizer auch die bessere Anfangsphase, die erste Möglichkeit bereits nach 4 Minuten von Granit Xhaka, traf aber nicht das Gehäuse mit diesem Kopf, weil doch dann merkte man auch im weiteren Verlauf des Spiels, dass Schweiz das Zepter in der Hand hatte und auch dieses Spiel machen wollte. Unbedingt aufsteigen in die höchste Gruppe der Nations League. Das ist wieder Granit Xhaka, der Abschluss von Gavranovic. Aber Courtois hat den fest in seinen Armen, kein Problem. Und dann drosch er ihn hinfort. Halbe Stunde schon fast gespielt und die Belgier konzentrierten sich erstmal aufs Verteidigen. Sie brauchen eben nur den einen Punkt, das reicht locker aus. Aber ein Tor der Schweizer und sie würden in dieser Liga verharren. Gefährlich wurde es aber auch bei dieser Aktion nicht. Der Flankenball abgerutscht und dann ist Mvogo da. Und der zweite Keeper der Roten Bullen fängt den ganz einfach ab. 5 Minuten knapp vor der Pause und die Schweiz wollte es nochmal wissen. Wollte vor der Pause den Treffer erzielen und Steven Zuber nimmt den Ball mit vollem Risiko. Nicht schlecht gemacht. Durchaus eine vernünftige, gute Technik. Aber er trifft ihn nicht optimal. Etwas zu hoch, dann angesetzt der Schuss. Und dann fliegt er über dem linken Winkel hinweg. Pause also, Eden Hazard und Co. konnten bislang noch nicht wirklich dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Es stand zur Pause 0:0, die Schweizer waren die besseren Fußballspieler bislang, aber es fehlte eben der Treffer. Zweiter Durchgang dann, ähnliches Bild, wieder die Schweiz aktiver und zwar deutlich. Hazard kriegt den Ball nicht geklärt, Thorgan übrigens in diesem Fall, Freuler und der Abschluss noch abgefälscht und dann ist Thibaut Courtois da und fischt den raus. Wichtige Aktion. Bislang der beste Belgier an diesem Abend. Das war wirklich gefährlich durch diese abgefälschte Kugel, die dann aber doch pariert werden konnte. Und weiterhin nur die in Rot gekleideten Schweizer. Gavranovic mit der Flanke, die ist wieder gut und Zuber nimmt wieder volles Risiko und wieder trifft er ihn nicht perfekt. Und wieder geht er dann über den Kasten auch hinweg. Aber die Zeit wurde knapper, trotzdem über eine halbe Stunde noch zu spielen. Ein einziger Treffer, Fasnacht. Aber Courtois kannst du mit sowas natürlich auch nicht so überlisten. Jetzt über eine Stunde gespielt und von den Belgiern kam weiterhin einfach viel zu wenig. Zakaria, eigentlich fiel der Treffer langsam hinten über, aber er kam einfach nicht. Michael Lang, 63. Spielminute. Das war jetzt keine hundertprozentige Möglichkeit, aber trotzdem immer diese kleinen Chancen, die einfach nicht genutzt wurden. Und sowas bestraft sich ja dann in der Regel. Der Eckstoß dann danach, Fasnacht. Alter, wählt es aber da und klärt den dann raus. Es sollte den Schweizern einfach nicht gelingen, in diesem Spiel den Treffer zu erzielen. Wurde es jetzt bestraft, die Belgier mit der Möglichkeit. Batshuayi legt quer, das ist ein guter Ball auf Meunier. Der hat eigentlich zu viel Zeit, bringt die Flanke und Tielemans bringt dann den Kopfball aufs Tor. Mvogo ist da und bewahrt dann die Möglichkeiten für die Schweiz hier noch alles zu reißen. Jedoch war es das dann. 20 Minuten danach, Leerlauf. Belgien verteidigte noch konsequenter, ließ noch weniger zu und die Möglichkeiten blieben aus. Die Schweizer verharren also in dieser Gruppe. Die Belgier steigen auf und dürfen sich dann in der Folge mit Frankreich und den Niederlanden in der Nations League messen. Eine herbe Enttäuschung für die Deutschen, jetzt in der ersten Phase der Nations League absteigen zu müssen. Aber gegen Frankreich und Niederlande hat es jeweils noch nicht zu einem Sieg gereicht. Jetzt hatten sie zumindest die Möglichkeit, prestigemäßig so ein bisschen was aufzuholen. Aber die Holländer hatten die Möglichkeit, mit einem Sieg hier in der Veltins-Arena tatsächlich sogar die Meisterschaft zu erringen. Die erste Möglichkeit gehörte auch den Gästen, war aber dann doch zu harmlos. Keine 10 Minuten gespielt und dann drücken mal die Deutschen. Wie gesagt, etwas Wiedergutmachung wäre doch angebracht zu Hause in der heimischen Veltins-Arena. Eben
mit Treffern zu überzeugen und sie versuchten es dann auch. Joshua Kimmich in der 11. Spielminute mit dem Abschluss, aber da war das Glück dann nicht ganz auf Seite der Deutschen. Und jetzt, wenig später, wieder die Holländer, die hier eine gute Partie auch machten. Es war eine offene Partie und sie mussten ja eben auch gewinnen, wenn sie die Meisterschaft klar machen wollten. Daley Blind aber mit der missglückten Flanke und der fliegt dann weit davon. Es waren einige Holländer da. So weit ist es ja nicht nach Gelsenkirchen, zumal auch viele Holländer rund um Gelsenkirchen heimisch sind. 20 Minuten jetzt gespielt und dann wieder die Deutschen. Thomas Müller ist das, hätte eigentlich den Ball schon reinbringen können, macht es nochmal etwas komplizierter. Kimmich, Gnabry und der Abschluss kommt dann und zwar gar nicht so ungefährlich. Sehr gute Möglichkeit zum 1:0. Der dritte Platz ist eben nicht mehr abzuwenden, aber zumindest mit einem Sieg möchte man sich dann doch in dieser starken Gruppe verabschieden oder aus dieser starken Gruppe verabschieden. Etwas über eine halbe Stunde jetzt gespielt, guter Ball auf Bergwijn und Bergwijn versucht den Ball reinzubekommen in die Mitte, aber Kimmich ist da, hält die Wade rein und dann wurde zum Eckstoß geklärt. Aus dem resultierte dann diese Möglichkeit. Blind hat das Auge wieder für Bergwijn, der bringt nochmal die Flanke, Müller kann ihn erstmal klären, trotzdem wieder die Holländer im Ballbesitz. Wijnaldum bekommt dann auch den Abschluss, aber kein Problem für Manuel Neuer. Es gab auch eben diese Kopfballmöglichkeit, die von Brandt auf der Linie geklärt werden konnte. 5 Minuten dann noch vor der Pause zu spielen, Kimmich und Gnabry legt sich den Ball selber etwas zu kompliziert hoch, bekommt dann trotzdem noch den Ball aufs Tor, aber Cillessen ist da und fängt den ganz locker easy ab. Und jetzt vor der Pause nochmal die deutsche Nationalmannschaft. Julian Brandt und Joshua Kimmich, man musste jetzt auf Jonas Hector verzichten. Dadurch die linke Außenbahn etwas neu aufgestellt. Und zwar eben mit Julian Brandt, der leitete das ein. Und Timo Werner dann mit dem 1:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Gut gespielt, schöner Ball quer, dann einmal weitergeleitet von Kimmich. Und da ist dann Timo Werner. Der bleibt cool vor Cillessen und lässt ihm mit diesem hart platzierten Schuss aus kurzer Distanz keine Möglichkeit mehr. Es stand 1:0 zur Pause für die Deutschen. Das war doch schon mal ein vernünftiger Auftritt. So hätte man sich das ungefähr auch vorgestellt. Und man konnte die erste Halbzeit gegen Russland hier erstmal bestätigen. Jetzt sollte man im zweiten Durchgang aber auch so weitermachen, denn für die Niederlande besteht ja nach wie vor die Möglichkeit, Erster zu werden. Aber dazu müssten die Gäste hier gewinnen und danach sah es aktuell einfach nicht aus. Stunde knapp gespielt. Serge Gnabry ist das mal, wird auch nicht angegriffen. Der Abschluss von Leroy Sané und der Ball war im Tor. 59. Minute, 2:0 für die Gastgeber, gut gemacht. Und da guckt Cillessen dann den Ball nur noch hinterher. Da kriegt Gnabry überhaupt keinen Druck. Dann ist Van Dijk auch zu spät und der Abschluss kommt dann einfach zustande mit dem Außenriss. Passt dann gut unten rechts rein. 2:0 also. Und die Feierlichkeiten konnten losgehen, dieses Prestigeduell zumindest zu gewinnen. Über eine Stunde jetzt gespielt und dann wieder die deutsche Nationalmannschaft. Was war mit den Gästen los? Sie konnten einfach keinen Zugriff weitestgehend auf diese Partie bekommen. Timo Werner bringt die Flanke, der Kopfball von Leon Goretzka, aber in die Arme von Cillessen. Der war zu harmlos. Doch sie machten weiter und wollten jetzt hier wirklich ein Ausrufezeichen nochmal setzen, bevor es dann in die untere Gruppe geht. Das ist Werner, Goretzka und Julian Brandt mit dem 3:0. Was für ein Treffer. Und das war dann auch die Entscheidung. 65. Spielminute. Die Holländer bekamen gar nichts auf die Reihe. Zu euphorisiert wohl vom Sieg gegen die Franzosen. Und jetzt kam es knüppeldick. Gut gespielt. Wieder kein Zugriff. Und Cillessen wieder mal ohne Möglichkeit. Guter Abschluss aber auch von Julian Brandt. Mit Wucht platziert, leicht angeschnippelt. Und dann passt er ihm perfekt in die Maschen des Gelsenkirchener Gehäuses. Keine 10 Minuten jetzt mehr zu spielen und die Deutschen hatten noch immer nicht genug. Timo Werner und dann das gute Überaußenspiel. Letztendlich ist es wieder Timo Werner, den Ball hat. Serge Gnabry, der Abschluss von Virgil van Dijk ist dann aber abgewehrt und wird nicht zur Gefahr. Das 4:0 konnten sie also abwenden. Dachte man zumindest und dann nochmal die Möglichkeit. Goretzka legt durch auf Kimmich und Kimmich gegen Cillessen im Pech und Cillessen eben im Glück, dass er den noch rausfischt. Der konnte einem einfach leid tun an diesem Abend. Seine Vordermänner machten einen richtig schwachen Job und Deutschland gewinnt dann im Endeffekt mit 3:0.
holt sich damit die Punkte ein. Damit werden sie sehr zufrieden sein, sehr glücklich sein. Für Yogi Löw sicherlich auch nochmal ein wichtiges Resultat. Man kann dann schauen, wie es in der Zukunft weitergehen wird. Man misst sich dann unter anderem mit der Schweiz dann im nächsten Jahr. Leroy Sané war es unter anderem, der hier treffen konnte. Eine gute Partie der deutschen Nationalmannschaft macht Mut auf das Fußballjahr 2019 der deutschen Nationalmannschaft. Deutschland gewinnt gegen die Niederlande mit 3:0. Jo, das war die Prognose zur Nations League. Ihr seht einmal die jeweiligen Tabellen zu den beiden Spielen, die wir hier gesehen haben. Ja, Belgien steigt also auf, Island steigt ab, war aber auch vorher schon klar. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Endlich geht dann in der nächsten Woche wieder die Bundesliga los. Mittwoch wird dann die Konferenz kommen zur ersten Bundesliga, dann zweite und dritte Liga, aber das wisst ihr ja alles. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.